Der Manfred ist kein Trinker. Ihr Mann hat sich in den Dorfbrunnen erbrochen. Bist du so ein Arschloch, Mama? Dann erzählt er mir, dass er doch mit Feli geknutscht hat. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Keine Ahnung, wo die kleine Zicke hin ist. Sie wollte nicht mit nach München kommen und ist dann einfach aus meinem Wagen gehüpft. Guten Morgen. Nee, der Morgen ist nicht gut. Das, die ganze Nacht kein Auge zu bekommen. Und hier jetzt. Komm, ich mach das. Setz dich doch einfach. Hm? Okay, danke. Gar kein Problem. Hast du denn schon was aus Berlin gehört? Ich habe alle ihre Freundinnen abtelefoniert. Keiner weiß was. Und Kiki habe ich nicht erreicht. Was, wenn sie getrennt ist? Wenn die Zunge so ein Scheißkern ins Auto ist. Ach. Sarah, sowas darfst du gar nicht erst denken, okay? Ich bin mir sicher, sie wird hier ganz bald wieder auftauchen. Gesund und munter. Ja, ich mach mich mal wieder auf die Suche. Ja. Am Tag, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich mir geschworen, dass ich mein Kind vor allem und jedem auf dieser Welt beschützen werde. Und dann kommen diese Momente, die dir vor Augen führen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist für mich Leo. Nichts anderes zählt. Schon. Wenn du hier irgendwo bist, dann komm bitte raus, Mann. Wir machen uns tierische Sorgen um dich. Leo. Mann. Ich weiß, ich hab Scheiße gebaut. Leo. Guten Morgen. Habe ich unseren Hochzeitstag verpasst? Oh, ich hoffe nicht. Nein. Aber vielleicht magst du die Croissants ja trotzdem. Ich liebe diese Croissants. Fast so sehr wie dich. Das sieht toll aus. Sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir uns nach dem Frühstück ein paar Immobilien ansehen? Naja, unser Traumhaus wird ja nicht von allein bei uns auftauchen. Außer natürlich, du willst das nicht mehr. Doch, natürlich will ich. Gott sei Dank, ich habe nämlich schon ein paar Termine beim Makler gemacht. Und was ist mit der Praxis? Hast du überhaupt Zeit? Na gut, Sarah ist zu diesem Ärztekongress in Köln und die Praxis ist nicht besetzt, aber für Notfälle habe ich ja mein Handy dabei. Boah, Bianca, ich hoffe echt, dass du gute Gründe hast, warum ich so früh antreten musst. Buongiorno. Buongiorno. Den besten Grund überhaupt. Unseren Rettungsplan. Ich habe mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, wie wir verhindern, dass dieser neue Verpächter die alte Post zum Oktoberfest fürs ganze Jahr verwandelt. Ja, und was ist die Idee? Mehr Touristen anlocken. Ich weiß, wir können nicht mit den großen Wellnesshotels mithalten. Aber dafür bieten wir in Zukunft Exklusivität. Exklusiv ist immer gut. Wir konzentrieren uns nämlich auf unsere Stärken. Ruhig, familiär und charmant. Und wie kriegen wir mehr Gäste? Mit neuen Angeboten. Die Münchner Yuppies zum Beispiel, die haben jede Menge Stress und Geld, aber keine Zeit. Die bekommen von uns Work-Life-Balance-Pakete zum Runterkommen. Du meinst Langeweile in Wiesenkirchen? Bravo, sagen wir aber nicht so. Unser Marketing für die Yuppies wirbt mit Meditation und Yoga und das gesunde Essen vom Papa. Ja. Außerdem bieten wir Romantik-Wochenenden an. Mit Pferdekutschenfahrten. Und keinerlei Dinners? Zum Beispiel, zur Not nehmen wir auch noch Single-Reisen an und du machst dann Gigolo.
Die Sportler bekommen ab sofort Mountainbike und E-Bikes verleih. Und abends gute bayerische Schmankerl. Gesundes Essen, hat sie gesagt. Ja. Die preisbewussten Gäste locken wir mit Gruppen- und Familientarifen an. 7 Nächte zum Preis für 6. Und dann gibt's noch Fortbildung. Für wen? Unser Festsaal steht sowieso die meiste Zeit leer. Den vermieten wir als Tagungsraum. Zum Beispiel für Teambuilding-Maßnahmen. Und wenn wir Glück haben, bleiben die Leute gleich über Nacht bei uns. Hm. Und? Was sagt ihr? Perfetto. Sehr gut, Schwester. Wird nicht leicht werden, aber ich bin mir sicher, dass wir mit dem Plan diesen Gerlach überzeugen können. Was machst du denn hier? Dir ist schon klar, dass Wiesenkirchen die Richtung ist, ne? Ja, ich weiß, aber... Müsstest du nicht in der Schule sein? Ich habe eine Freistunde. Ich wollte ein bisschen mir die Beine vertreten, Zeit totschlagen. Ja, da fällt dir nichts Besseres ein, als hier auf der Landstraße rumzuspazieren, hm? Das ist doch meine Sache, oder? Leo, warte. Jetzt lass sie doch, Schatz. Oder wollen wir den Makler deshalb warten lassen? Alexandra, ich... Was ist dir wichtiger, hm? Unser neues Zuhause oder die Launen dieser Göre? Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke, dass Sie noch mal spontan zurückgekommen sind. Wir wollten mit Ihnen reden wegen Ihrer Idee, alte Post. Oktoberfest fürs ganze Jahr. Ach, das ist Schnee von gestern. Ah. Ja, allein, um an die Lizenzen zu kommen, würde unnötig viel Zeit draufgehen. Dann die Ausnahmegenehmigung wegen der Lärmbelästigung, der zusätzliche Antrag zur Müllabfuhr. Gut, sehr gut. Das ist alles Schnee von gestern. Ja. So, genug gesabbelt. Kommen wir also zu meinem Alternativvorschlag. Unser Ziel ist und bleibt Gewinnmaximierung. Also neue Gäste akquirieren und das reichlich. Könnt ihr mir folgen? Wohin? Bis jetzt geht's noch. Danke. Ich denke an ein Konzept, das gestresste Städter ebenso anspricht wie verliebte Pärchen, sparsame Familien und Menschen, die gerne Sport treiben wollen. Und zusätzlich setzen wir auf günstige Gruppenangebote. Die alte Post. Die alte Post wird sozusagen zum Zuhause für jedermann. Irgendwelche Einwände? Also, ich finde Ihre Idee toll. Nicolina. Nun, ich hatte mir ein bisschen mehr Begeisterung erhofft. Schade, dass visionäres Denken hier nicht so gefragt ist. Aber okay, dann, Frau Marino, beglücken Sie uns doch mit Ihren Vorschlägen. Schießen Sie los. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hatte fast die gleiche Idee. Das ist raffiniert. Ja, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, die Ideen anderer als seine eigenen ausgeben. Ah, das hat Stil. Wollen Sie mir unterstellen, dass ich Ihre Idee klaue? Und lüge? Wenn Sie mich so fragen, ja.